So, nachdem jetzt letzte Folge doch wieder Zwerge gestorben sind und wir unsere Miliz abziehen mussten aus dem Danger Room, sollten wir uns darum jetzt erstmal wieder kümmern. Also, und Färbemittel. Wir hätten gern einen neuen Hammer. Da haben wir noch ein, zwei auf Vorrat. Der da kommt jetzt erstmal rein. Escape. Dann gucken wir kurz bei S, ob die irgendwelche Befehle haben. Aber nee, momentan nicht. Das ist auch ganz gut so. Dann lassen wir die erstmal ganz kurz für 5 Minuten oder so ausruhen. Und danach können wir sie unten wieder in den Danger Room reinstecken. Denn, wie wir gesehen haben, wir brauchen sehr, sehr viel Training. So, was haben wir noch? Was sagen die Särge? Wir haben jede Menge in Auftrag gegeben vor kurzem. Aber davon ist keiner mehr frei. Also B. Irks BN. Da hätten wir gerne welche. Und nicht aus Gold. Die sollen woanders hin. Ja, stimmt. Die goldenen Sarkophage sollten eigentlich in die neu ausgehobenen Grüfte rein. Genau hier. Na, unser Steinschleifer war schon ein wenig fleißig. Ein so Ding hat er schon mal fertig. Dann kann noch mal mittig, wie in dem anderen Raum auch, hier ein Goldsarg hin. Auch wenn die leider nicht so gute Qualität haben, sollte doch fürs Erste reichen. So, weiter normale Särge. Du. Da, wir brauchen eine ganze Reihe mindestens Granitsärge. Und danach muss ich mir überlegen, wie ich das Muster weitermache. Weil bisher habe ich einfach nur immer diese Säulen hier verbunden. Vielleicht sollten wir aber auch irgendwas hier so schräg machen oder irgendwelche andere Pixelart aus Särgen basteln. Auch wenn das ein wenig unpassend wäre. Und können die Zwerge eigentlich darüber gehen? Also, sie sollten es natürlich nicht, aber ich glaube, sie können rübergehen. Das heißt, es ist keine Abgrenzung hier. Ah. Am Auge behalten. So, letzter Sarg. Da. Was sagt unsere Jobliste? Es werden immer noch Blöcke hergestellt, Särge hergestellt, Statuen hergestellt. Ja, die Steinmetze sind fleißig und sehr beschäftigt. Und die Hammerzwerge haben gerade ihre Zivilberufe wieder aufgenommen. Das heißt, wir haben jetzt die 2 Monate, wo sie normalerweise ausruhen. Bin ich mir jetzt nicht sicher, ob wir sie gleich wieder in den Trainingsraum schicken sollten. Denn es ist ja vor kurzem erst einer durchgedreht. Das brauchen wir jetzt nicht unbedingt, dass es gleich wieder passiert. Ja. Was haben wir da schon wieder? Ein Shared Floodgate ausgefahren. Und wieder die beiden Goldbarren da. Ja, irgendwas ist hier echt komisch, weil eigentlich müssten hier die 3 Floodgates sein, die ausfahrbar sind. Und natürlich hier hinten auch noch. Aber warum sich hier immer wieder Gold anlagert und dieses eine Floodgate jetzt, das ist echt komisch. Oder waren da die 3 Floodgates? Ich mache einfach testweise mal ganz kurz zu. Du, A, Shift P. Also der hintere von den beiden Schaltern müsste für das Floodgate sein. Der vordere von den beiden Schaltern für das und der da ganz hinten halt für die Brücke. Ich sollte mir echt Notizen machen. Es gibt hier eine Option, Notizen hinzuschreiben, aber das vergesse ich irgendwie immer. So, komm, drück den Schalter. Klick. Nichts passiert. Das ist nicht gut. Okay. Also war es anscheinend wirklich hier. Und wir haben das irgendwie kaputt gemacht. Njam, 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 njam. Was machen wir da? Ich gehe nochmal ganz kurz da drüber. Ja, genau. Hier haben wir immer noch das inaktive Shared Floodgate. Oder es ist aktiv und man sieht es nicht, weil die Goldbarren drauf liegen. Okay. Drücken wir jetzt nochmal den Schalter, gucken, was passiert. Mit etwas Glück wird das Floodgate da eingefahren und wir können die Goldbarren von den auch ausgefahrenen, aber nicht sichtbaren Floodgates runternehmen. Da wird wieder jemand getränkt. Und derselbe Zwerg drückt wieder den Schalter. Komm schon, fahr ein. Ja, sehr schön. Und jetzt verbieten wir. Ne, jetzt dumpen wir die beiden Goldbarren. Da wir 35 Arbeitslose haben, dürfte das eigentlich ganz schnell jemand machen. Wenn wir denn irgendwo eine Zone haben, die als Garbage Dump deklariert ist. Das könnte ein Problem sein.
Aber ich glaube, oben bei den Käfigen hatten wir mal eine, wo wir die Goblins ausgezogen hatten. Die Trader haben wir alle. Ja, das haben wir alle schon gemacht. Gut. Nö, man kommt keiner. Na gut, dann gucken. Uah, das Miasma ist immer noch da. Warum schmeißt ihr das nicht alles weg? Ich klicke mal ganz kurz auf O und gucke, ob hier bei den Befehlen vielleicht irgendwas durcheinander geraten ist. Gehe ich mal auf Refuse. Also, Zwerge sammeln Müll. Zwerge sammeln Müll von draußen. Sie behalten Schädelknochen und so weiter. Nö, das ist alles soweit in Ordnung. Was ist bei denen verboten? Benutzte Munition ist verboten. Wir sammeln unsere Toten ein, wir sammeln die toten Gegenstände ein, wir sammeln die anderen Toten ein, also Goblin-Leichen dergleichen. Verbieten aber deren Ausrüstung, weil wir sonst halt zu häufig hin und her laufen müssen. Ich glaube, ich stelle mal das aus, dass wir auch die Goblin-Leichen einsammeln. Weil wir sollten echt nicht so häufig rausgehen. Also das mache ich jetzt mal kurz aus. Der Rest kann so bleiben. Ja, der Rest kann so bleiben. Weil hätte ich jetzt eingestellt, dass die Gegenstände von toten Zwerge ebenfalls verboten werden, dann würden wir recht viele Waffen und Rüstungen verlieren. Und da haben wir immer noch einen recht großen Mangel. Beziehungsweise müssten erst mal wieder rauslaufen, um die einzusammeln. Oh, da fällt mir ein Militär. Alarm. Ja. Wollen wir den Befehl aufheben? Irgendwo lauern bestimmt noch Goblins. Ich guck mal jetzt auf die Einheitenliste. Wir haben hier die ganzen Händler, wir haben jede Menge gefangene Goblins und wir haben einen Geist. Einen Geistbauern. Ja, so. Okay, wo ist die nächste? Der nächste Crafts Dwarfs Workshop. Da. Wir sind alle schon belegt. Hier unten vielleicht? Jo. Wir hätten gerne ein Memorial Slab. Und zwar von Domas Duki im Gatten. Sonst noch jemand? Nö, der Rest scheint okay zu sein. Escape. Ich hoffe mal, dass hier überhaupt jemand runterkommt. Weil ich glaube, wir hatten ein paar von den Crafts Dwarfs Workshops und den Workshops so eingestellt, dass nur ein, zwei Leute darin arbeiten können. Und die sind bestimmt inzwischen tot. So viele Zwerge, wie wir verloren haben. Guck ich mal ganz kurz. Du, Shift-P, Workshop-Profile. Nee, jeder darf hier arbeiten. Gut. Ah, ganz viel Holz. Das sollten wir auch gleich mal verköhlern. Wo ist mein Schmiedebereich? Hier ist mein Schmiedebereich. Wir hätten gerne Charcoal. 10 Stück. Nein, nein, nicht Asche machen. Wir brauchen keine Asche. C, A, Charcoal. So, 20 mal Kohle. Das sollte erstmal reichen. Chup. So, das Gold ist immer noch nicht abgeholt worden. Also gucke ich jetzt wirklich mal nach ganz oben, ob hier irgendwo eine Müllhalde ist. Und ich sehe keine Zone. Hier war die, glaube ich, vorher. Ah doch, hier ist eine Zone. Auch als Garbage-Dump deklariert. Das heißt, eigentlich müssten die Goldbarren eingesammelt werden. Werden sie aber nicht, trotz der 42 Arbeitslosen. Ah, ich hoffe mal nicht, dass sie verbuggt sind. Ich habe ja schon mal erwähnt, dass es passieren kann, besser früher passiert es in den älteren Versionen, dass Gegenstände wirklich quasi festgetackert sind auf dem Boden. Die kriegt man dann nicht mehr weg. Außer man buddelt den Boden unter dem Gegenstand weg, dass sie dann eine Etage runterplumpsen. Dann können sie aufgehoben werden. Aber das will ich hier nicht unbedingt. Na gut, warten wir, bis die Händler draußen sind. Dann drücken wir wieder den Schalter, um halt die Brücke hier so zu machen, das Floodgate und das Floodgate. Und dann schicken wir einen Miliztrupp einfach hier in den Bereich. Und gucken, ob diese Goldbarren die Floodgates versperren oder nicht. Weil wenn sie nichts behindern, dann können sie auch ruhig da bleiben. Sieht zwar ein bisschen doof aus, aber das ist ja nicht ganz so wichtig. So,
Und die Miliz hat genug sich ausgeruht. Wir gehen jetzt runter in unseren Danger Room. Also S, Shift A, einmal Move. Dahin. Tür ist offen. Gut, gut. Ich hoffe, ihr habt euch gut ausgeruht und habt alle eure Rüstung angezogen. Jetzt werdet ihr geknufft. Achso, ich sollte die Zeit weiterlaufen lassen. Ich dachte schon, wo bleiben die denn wieder? Aber da trudeln die ganzen Nachrichten ein, dass sie ihren Zivilberuf aufgeben und jetzt Rekruten sind. Und Wrestler. Ja. Vor allem der Unaussprechliche scheint ja ein recht guter Wrestler zu sein. Der hat ja vor kurzem mit der bloßen Hand jemanden den Schädel zertrümmert. Was bestimmt recht schmerzhaft war. Für beide Parteien. So, da kommt einer an, der einen roten Pfeil nach unten hat. Und da kommt Chefchen. Der erste haut wieder ab. Warum haust du jetzt ab? Wir haben doch eigentlich genug Wasserschläuche. Ah, okay, er holt gerade Proviant, um seinen Rucksack wahrscheinlich aufzufüllen. Na gut, das sei dir gestattet. Dann kannst du diese Runde aussetzen. Hier wird zugemacht. Und du wirst Shift P und auf Repeat. So. Spiel weiterlaufen lassen und ich lade jetzt nebenbei in dem Dwarf Therapist wieder die Zwerge und suche mir den Namen von dem Unaussprechlichen raus, also seinen Zwergennamen. Wo bist du? Da ist er doch. Zalutkel. So, gucke ich im Dwarf Therapist nach einem Zalutkel. Da. Oh, der hat ganz schlechte Werte, was das Kämpfer angeht. Er hat ein Kämpferlevel von 1. Okay, das behalten wir jetzt im Auge. Also wir sehen hier immer die Speere hoch und runter gehen. Bisher scheint noch keiner schwer verletzt zu sein. Wir sehen keine Blutfetzen an der Wand. Also eigentlich sollten die ja gar nicht verletzt werden, aber ab und an kann es wohl doch vorkommen. So, ich lade immer wieder mal neu. Den Dwarf Therapist. Inzwischen ist unser unaussprechlicher Chef schon auf Stufe 3 im Kämpferlevel. Oh, und irgendwas anderes ist passiert. Ich will doch endlich mal in Ruhe meine Miliz trainieren. Was kommt da? Oh, sehr schön. So werde ich doch gerne gestört. Wir haben Migranten. Noch ein letzter Blick auf unsere Miliz. Er ist immer noch Kämpferlevel 3. Dafür haben wir inzwischen andere Kämpfer in dem Hammertrupp, die Level 9 sind. 2 Stück davon. Also ja, wir mausern uns. So, jetzt zählen wir aber erstmal Zwerge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, stopp. Türen sind offen. Okay. Wo kamt ihr her? Hier oben. Wir waren bei 9. 9,5, 10,5, 11,5, 12 und hier. Ja doch, 12 Zwerge. Sehr schön. Ich hoffe mal, die kommen alle an. Warum läuft der Milizionär? Wo zur Hölle kommt der her? Wer bist du? Du bist der Hammerzwerg. Und du sammelst gerade Sachen ein, um sie in einen Binnen zu packen. Du sollst unten im Danger Room sein oder wenigstens vor der Tür stehen. Komisch, komisch. Na gut, wir gucken wieder runter. Zap, 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 zap. Ah, wieder zu weit. So, ist irgendeiner von euch verletzt? Wunden. Keine. Keine, keine. Ah, der ist verletzt. Aber das könnte noch von der letzten Schlacht sein. Oh, hier ist einer sehr unglücklich. Sea-Watch. Ja gut. Also wir wissen jetzt, es funktioniert. Es wird keiner großartig verletzt. Dann wird der Befehl doch mal aufgehoben. Die Tür wieder auf. Und der Trupp kriegt wieder frei. Damit der sehr unglückliche Zwerg sich irgendwo in Ruhe betrinken kann. Irgendetwas nicht Vergammeltes zu essen oben aus der Vorratskammer sich holen. Und dann sich in sein Zimmer verdrücken. Denn ich habe keine Lust, dass die frisch trainierte Miliz jetzt mit Kämpferfertigkeit Level 10 oder noch mehr und einer Stahl-Kriegsaxt in der Hand anfängt durchzudrehen.
Das muss echt nicht sein. So, ist die Karawane inzwischen raus? Nee, ist sie nicht. Ich würde ganz gerne langsam die Tür zu machen. Jetzt, wo die Migranten drin sind, kann ich es nicht gebrauchen, wenn die Goblins auch reinkommen. Hier müssen nur noch Käfige ausgetauscht werden, aber das mache ich alles erst, wenn die Brücke da oben und die Tür dazu ist. Ja, werden wir wohl aber erst nächste Folge machen können. Na gut, dann gibt es jetzt einen kleinen Cut und wir sehen uns gleich wieder.